erzählt. Das ist zurzeit das Motto in Ettiswil, Grosswang und Buddisholz. Die drei Rothauer Gemeinden treten vom 7. bis 10. Mai im Duell «Schweiz bewegt» gegeneinander an. Die Einwohnerinnen und die Einwohner sind also gefordert. In Ettiswil ist es am Mittwoch oben auf jeden Fall schon ziemlich rund gelaufen. Wir strampeln hier strampeln, jede Minute zählt. Ich bin etwa schon 40 Minuten dran. Und das Ziel ist, dass wir die Geräte, mindestens 1 Gerät, bis zur Nacht um 12 Uhr bewegen. Wir sind organisiert von der Zeit her. Jetzt ist einfach das Bündnerquartier bis am Morgen um 8 Uhr dran. Und dann kommt wieder ein anderes Quartier im Dorf. Weil wir uns fit zu Dorf sind und weil wir uns auch Aber auch die Konkurrenz hat Ettiswil eingeschaut. So wie die Bikergruppe aus Buddisholz. Die Minute, in der wir unterwegs sind, ist eben unser Geheimnis. Wir haben ja primär vor, sicher Ettiswil zu schlagen. Und darum können wir gar nichts preisgeben. Wir sind einfach unterwegs. Bis länger. Also wir sind hier eine freie, zusammengewürfelte Gemeinschaft, die es empfinden hat, sich auch wieder ein bisschen Buddisholz mit dem Bike bewegen. Also allgemein für Buddisholz und Gesundheit. In Grosswangen sind um diese Zeit schon die ersten Sportler von ihrer Tour zurückgekommen. Morgen haben wir mit dem Walking gestartet. Die Senioren, mit dem Morgen Biker und die Frauenreiter ist auf der Wanderung. Ja, die sind jetzt etwa 2 Stunden unterwegs und dann haben wir uns den ganzen Tag auch mit dem Programm zur Schule gehen. Morgen und am Freitag macht jede Klasse eine Stunde. Und am Samstag haben wir ein volles Programm den ganzen Tag. Auch Biken, Velofahren und vor allem den alten Batschiga. Bin ich gespannt. In Buddisholz ist in dem Moment gerade Geschichte geschrieben worden. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, geschätzte Turner, wir sind hier immer noch am Weltrekordversuch mit 9 Minuten Vorsprung. Die Jungs geben Gas, holen den Sieg, hey, der Rekord gehört uns! Yo, 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 yo! Wir sind vom Turnverein Juventus Buddisholz und haben uns auch entschlossen, bei diesem tollen Projekt «Schweiz bewegt» mitzumachen. Wir bieten heute einen Marathon-Weltrekordversuch an. Und zwar, wenn wir den Weltrekord im Marathon von Wilson Kipsang in 2 Stunden 03 Minuten heute schlagen, aber natürlich nicht alleine, sondern mit 33 Turnern. Und jeder Turner springt jeweils Runden von 180 Metern. Das gibt 234 Runden. Im Moment sind wir im Endspurt und es sieht sehr positiv aus, dass wir den Weltrekord auf Buddisholz holen. Wir glauben natürlich, dass Buddisholz gewinnt, weil wir ein sehr attraktives Programm haben. Wir haben etwa 70 verschiedene Programmteile und es machen alle mit, von jung bis alt. Im Buddisholzer Schweiz bewegt Hauptquartier war es in dem Moment noch ziemlich ruhig gewesen, bis die erste Gruppe wieder zurückgekommen ist. Es waren Biker, die wir schon in Ettiswil angetroffen haben. Grosswangen hat sich Beiz und diese Zeit immer mehr gefühlt. Wir sind hier noch vom Frauenturnverein Grosswangen unterwegs in 2 Gruppen. Die Eltern haben eine Kürzerin gemacht. Wir, rund 43 Personen, sind sicher 2,5 Stunden, aber richtig. Nicht auf ein Päckchen gehockt, wir haben es durchgezogen. Es hat uns zu trinken gegeben und das gibt es gemacht. Ich glaube, die Organisation hier ist schon gut.
Wichtig ist für mich Bewegungsfreiheit. Das Schlusswort geben wir nochmal der Budisalzer Biker in Ettiswil. Es ist noch ein sportlicher Anlass, der Beste einfach gewinnt, obwohl wir keine Ahnung haben, was hier zu gewinnen gibt. Ich meine, die Bewegung an und für sich ist der Sieg. Und man hat doch gefunden, die Gemeinderäte werden vermutlich ein bisschen zusammenhören und das Ganze unter sich ausmachen und Freude lassen, die ganze Gemeinde so in Köln in Bewegung bringen.